So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon, zum aktuellen Forzaton. Und der heißt diesmal Show Us What You're Working With. Horizon wants to see how good you are. Das können Sie gerne sehen, heute vielleicht nicht, weil wir ein bisschen driften, aber gut, vielleicht ein andermal. Wenn wir wieder vier Sachen zu machen, auch unter anderem wieder einen Porsche zu gewinnen, und zwar den Porsche 959. Aber ich fange jetzt mal oben an, und zwar Running Late. Perform 10 Burnout Skills to earn 43.000 XP, also 10 Burnout-Fähigkeiten machen für 45.000 EP. Wenn das echt so wäre, 10 mal Burnout machen und 45.000 Euro kriegen, das wäre es natürlich. Dann das zweite, Porkchop, perform 30 Lumberjack Skills in the Wartok to receive 120.000 Credits. Also, so wie ich das weiß, muss man 30 Holzfäller-Fähigkeiten in dem Wartok machen, um 120.000 Credits zu halten. Ja. Dann Driftworks. Get 3 Stars on 3 Drift Zones to win 3 Wheel Spins. Ja, 3-3-3. Also, wir müssen in 3 Drift Zonen 3 Sterne erhalten, um 3 Wheel Spins zu bekommen als Belohnung. Und das letzte und auch, denke ich mal, beste, aber auch, ich sag mal, aufwendigste, denke ich mal. Morning Commute, win a Championship. Meine Güte, win a Championship to win the Porsche 959. Also, der Porsche 959 ist ein Auto aus den, ich glaube, 80ern mit Allrad. Also, er ist auch richtig, auch damals oder heute noch ist es sehr, sehr schnell, das Ding. Fährt, glaube ich, auch über 300. Also, kann man sich schon mal gönnen. Und ich würde sagen, wir fangen hier mit den Burnout-Skills an. Driftzonen. Ich habe dazu auch ein Auto besorgt, was auch Burnouts machen könnte, und zwar hier der Nissan Silvia. Das ist, glaube ich, der S15, ich weiß gar nicht. Silvia Spec A von 2000 mit Rocket Bunny Kit und auch Spoiler. Burnout probieren wir mal. Zack, 1, 2... Hervorragender. Gut, jemand hier war. Das dürfte jetzt ja theoretisch viermal gezählt haben. Jetzt habe ich schon fünf eigentlich, weil ich habe vorhin schon einen gemacht. Unbewusst. So. Burnout. Großartiger Burnout. Hervorragender Burnout. Und ultimativer Burnout. So, reicht er wieder. Denn theoretisch jetzt auch einmal. Dann sollten wir schon unsere 45.000 EP bekommen. Reicht eigentlich schon. Machen wir trotzdem mal weiter. Genau, da haben wir es auch. Forzaton Verspätung. Also für 45.000 habe ich, glaube ich, noch nie so wenig Zeit gebraucht. Und ein Wheelspin. Na Mensch, das ist ja ein Löffel, richtig hier. Ein Fließband. So, und als Preis haben wir... Naja. 20.000. Gab auch schon mal weniger. Als nächstes machen wir die Driftzonen. Die Lenkung ist schon auf normal gestellt, also ich sollte mit dem Ding eigentlich halbwegs gut driften können. Also mit dem Wagen, ich komme damit ganz gut klar soweit beim Driften. Jetzt natürlich nicht hier ein Driftgott, das auf jeden Fall nicht, aber ich kann damit so halbwegs ein bisschen driften. Jetzt habe ich mir jetzt als erstes hier diese Driftzone hier unten rausgesucht. Ich hoffe mal, ich kann die gut driften, ich bin die vorher nicht gefahren. Wenn nicht, suchen wir uns einfach noch andere. Gibt hier im Spiel genug. Und wer qualitativ hochwertiges Gameplay sehen will, kann das gerne abschalten. Der ist bei mir leider falsch. Vor allem beim Driften. So. Ja. War nur ein bisschen schnell, glaube ich. Machen noch einmal. Da sieht man schon, ich bin kein geborener Drifter. War an sich nicht so schlecht, aber nicht so weit zurückspulen. Danke. Hallo, ey. Was soll denn das hier denn sein? Von noch so ein dicker Veneno. Das aber gereicht haben. 3 Sterne. 53.000 Punkte, das sollte gereicht haben. Ich guck mal kurz auf die Karte. Steht immer 3 Sterne. Ja, das reicht sogar. Ah. Was ist denn eine Bestleistung? Na Mensch, ey, bin ich halt richtig gut. Nicht. Dann können wir als nächstes theoretisch die hier machen. Die ist ja quasi um die Ecke. Ich glaube, die in die andere Richtung wäre besser. Ich glaube, jetzt müssen wir so ein bisschen bergauf fahren, wenn wir jetzt aus der Richtung anfahren. Gucken mal. Ich gucke am besten noch gleich mal, was da die Punktzahl ist, die Zielpunktzahl für 3 Sterne. 50.000 Punkte. Ja, ich bin gekonnt vorbeigedriftet. Ja, das kann auch nicht jeder.
Gucke mal. 64.000 Mal Leute, du ja am Schnürchen, ey. Das war eine neue Bestleistung. Alter, war ich schlecht. Da wäre gerade auch nicht wirklich gut. Naja. Eine fehlt uns noch, dann würde ich sagen, nehmen wir hier die oben. Die Regenwald-Driftzone. Die mag ich auch eigentlich sehr gerne. So, ich habe gleich geguckt, wie viele Punkte das waren. Man braucht für 3 Sterne 60.000 Punkte und eine Bestleistung fast 100.000. Na, immerhin. Ist ja nicht super krass, aber gibt Schlimmeres, glaube ich. So. Komm, ja. Ja, der Wagen, da kann ich laufen lernen. Ich meine, ist auch für Drifts umgebaut, also. Sollte ja auch eigentlich. Die coolen Kilometer bis dahin. Weiß ja wirklich. Das ist ja nah beieinander zum Glück. Und so übertrieben schlecht war ich ja auch nicht. Warte, wir spulen nochmal kurz zurück. Alter, ne? Du hast jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr Forza gespielt. Das Problem. Ich spiele aktuell Forza wirklich nur für die Aufnahmen. Für nichts anderes. Also für Forzaton und halt jetzt die Woche auch noch Drag Races. Alter, das ist ja richtig. Also ich die Driftzone, die ist nicht schwer. Baum. Wie schon tausendmal erwähnt, ich bin kein Drifter. Ich drifte sehr selten. Eigentlich, wenn schon halt nur, wenn ich jetzt einen Kumpel darauf bringe, so, ey, hast du Bock zu driften? Das sag ich ja auch mal, ja. So, war nicht besonders gut, aber hat für 3 Stände gereicht. Wir müssen ja auch gleich unsere Belohnung kriegen. Genau. Driftig, tolles Wort. Für 3 Lose. Die werden wir jetzt direkt wieder einlösen. So. Da sind sie wieder. Also lose geschenkt mir Forzaton immer gerne. Nehme ich wirklich sehr, sehr gerne an. So. Wir bekommen einen Jaguar E-Type S1. Naja. Geld wäre schöner gewesen. Na dann, los Nummer 2. Ja, es ist schon besser. 200.000. Damit kann ich deutlich mehr leben. So, dritte los. Komm. Ja, noch 150.000. Also haben wir jetzt quasi mit diesen 3 Driftzonen 350.000 Credits gewonnen und noch eine Karre. Also hat sich bis heute eigentlich gelohnt, ne? Heute schon mal viel Wheelspins eingelöst. Ich kann mich nicht beschweren. So, denn hier 30 Holzfällerfähigkeiten im Wartok. Ich habe auch schon eine Idee, wo ich das machen könnte. Deswegen werde ich jetzt in den Warthog springen und auch zum Zielort. Also bis gleich. In diesem etwas, ich sag mal, sonderbaren Gefährt hier, zwar diesem Auto aus Halo, halt ein Auto aus der Zukunft quasi, sollen wir jetzt 30 Holzfällerfähigkeiten machen. Das heißt, also so wie ich das erfahren habe, kann man das zum Beispiel hier machen. Das ist jetzt beim Yarra Valley Festival unter diesen beiden Brücken. Hier sind so überall so ganz viele Baumstümpfe am Boden. Die soll man einfach umfahren. Ich probiere es gleich mal aus. Zack. Genau, das war eine Holzfällerfähigkeit. Gibt auch jetzt normal 1000 Punkte. Hier mit Bonus 1100. Ich kann schon viel, ne? Zack, mal wieder eine. Ich hoffe, hier stehen noch ein paar mehr Baumstämme. Dass ich die alle umfahren kann. Und so, jetzt müssen wir jetzt bei theoretisch 3 sein. Das Birne. Ja. Ich keine mehr, oder? Doch. Das liegt aber auch komisch, ne? So, jetzt gucken wir mal. Das kann man ja auch immer so miteinander machen. Okay, das geht auch. Ja, wenn man auch so viele Baumstämme findet, sag ich mal.
Wieder eine. Der Wagen, der geht ziemlich gut auf, muss ich sagen. Zack. Ja, das summiert sich hier schon, ne? Ich meine, die Gegend hier, die ist eigentlich ziemlich gut. Aus irgendwelchen Gründen auch immer ziemlich viele Baumstämme rumstehen. Echt trocken. Geht alles hintereinander, das ist aber super. So, ich brauche mehr Baumstämme, Leute. Das reicht natürlich nicht, ne? Zack, da war noch einer. Noch einer, zack. Da noch einen gesehen. Wo war der denn jetzt? Da hat auch ein paar Punkte, aber das ist glaube ich fast 200.000, ne? 190.000? Ah ja, oben noch zwei Fähigkeitenpunkte. Also an sich hier sind nicht ganz viele Baumstämme. Ich denke mal, sind noch welche beim Sägewerk. Wird man glaube ich auch fündig. Holzfäller. Oh, der Zug oben. Bisschen Gymkhana-Style. Ist ja fast kein Blocks Auto, ne? Ich will die Kette oben halten, deswegen mache ich hier so ein Spiränzchen. Man muss die Kette auch nicht wegschmeißen und damit auch irgendwo gegenfahren. Ja, da oben mal wieder was. Komm. Alles klar, ne? Du kannst den Wagen wirklich überall durchjagen, das juckt den überhaupt gar nicht. Baumstamm, wo bist du? Da war was. Das hat auch schon echt viele Baumstämme, ne? Ha! Da habe ich's. Holzfäller Steak. Das ging sogar erstaunlicherweise schneller, als ich gedacht hätte. Deswegen, das fand ich noch eigentlich ganz in Ordnung. Was ich 5, 6, 7 Minuten gedauert, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Dann müssten wir jetzt, genau, wir haben jetzt schon drei Sachen erledigt und jetzt fehlt nur noch eine Meisterschaft im Gewinnen für den Porsche 959. Ich werde ja natürlich fahren, auch den Porsche jetzt noch in Erfolge fahren, das ist klar. Ich werde aber von der Meisterschaft noch das letzte Rennen zeigen, weil alle Rennen nochmal zeigen, das dauert einfach zu lange. Weil wir haben jetzt schon, weiß ich, 15 Minuten oder so, je nachdem, wie ich das jetzt schneide. Und dann auch mal eine halbe Stunde jetzt Rennen fahren, das will, glaube ich, keiner sehen. Deswegen kommt jetzt noch das letzte Rennen der Meisterschaft, wo jetzt dann noch ein Cut kommt und danach halt eine kleine Ausfahrt mit dem wunderbaren 959. Also, bis gleich. So, das letzte Rennen steht jetzt an hier im Renault Clio RS200 bei der Hot Hatch Meisterschaft. Und wir fahren Jungle Speedway ein Sprintrennen. Das wird eigentlich nicht so lange sein. Der ist mit meinen Rennen gewonnen, also habe ich auch theoretisch noch einen kleinen Puffer. Aber ich denke mal, ich soll doch Erster werden. Der ist jetzt hier ungefähr so auf B-Klasse aufgebaut. Ist ganz nett eigentlich, finde ich. Alles klar! Danke, du Idiot! Vielen Dank! Ja, das war nicht nett von dem Driver da. Was kriegt der zurück? Naja, das Rennen ist ja noch lang, deswegen nichts verloren. Warte mal. Ah, die Nase juckt wieder. So, fuck you. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ist mir egal. Oh, kann ich jetzt überholen? Ja.
Ja, ich bin schneller. So. Tschüss. Das war nicht so geil. Fünfter, ey, was ist denn hier los? Das geht gar nicht. Was hole ich wieder auf? Das nicht nur durch Windschatten, aber durch Motorleistung nehme ich auch mal. Oh ja, und schau. Habe richtig geil gebremst. Naja, es war auch richtig scheiße. Ich habe nichts wirklich gesehen, wann ich bremsen muss. Das war aber ganz schön spät von mir, ne? Heilige Scheiße. Vier, da reicht das überhaupt für den Sieg? Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich war vier da. War ich eigentlich noch Dritter? Vielleicht sogar noch Zweiter. Wenn ich ganz gut bin. Mann, Digga! Was ist das so langsam? Alter, was mache ich denn da zur Hölle? Die ersten Rennen nicht, wenn ich wirklich gut gefahren. Weil ich nicht so wirklich zu meckern. Aber jetzt hier. Ja gut, da war auch nicht, noch nicht Nacht. Deswegen. Ja, was mache ich denn da? Weil bei Nacht sieht man halt logischerweise sehr wenig. Da fahren, denke ich mal, die meisten Leute schlechter, wenn es Nacht ist. Also jetzt ist es ja wirklich hier, ne? Carbonkeller, also wie kannst du einfach überholen? Was mache ich denn da überhaupt? Ich verstehe das nicht. Ja, so halbwegs. Dritter reicht ja. Ich glaube, Vierter würde auch reichen. Dann hätten wir, glaube ich, Gleichstand, falls der jetzt Erster wird, in den letzten beiden Rennen Zweiter war. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja. Nicht zufrieden. Gut. Ja, genau. Vierter hätte auch gerechnet, wäre Gleichstand gewesen, aber dann hätte ich ja trotzdem gewonnen. Damit haben wir jetzt auch den wunderschönen Porsche 959 bekommen. Den ich auch jetzt sofort fahren werde. Ich denke mal wieder bei Bang. Ah, wir haben bald wieder 20 Millionen, so muss das. Ich meine, ist ja schon sehr wenig, ne? 1,9 Millionen. Naja, deswegen folgt noch ein Cut. So, hier ist der nächste Porsche. Und ich spiele der Porsche 959. Ja, fahr gerne vorbei. Was bist denn du? Ich glaube, ein Audi, oder? Keine Ahnung. Ja, Porsche 959 von 87, ein Retro Supercar hier im Spiel. Supercar kann man schon sagen, denn der Wagen hat fast 460 PS und zwar aus einem 2,9 Liter zwangsbeatmeten 6-Zylinder Boxer. Natürlich wie immer bei Porsche Mac ist, zumindest bei den meisten Porsche. Und auch hier so ein bisschen hier die, ich sag mal in Anführungszeichen, Motorhaube. Ist auch hinten noch dieser wirklich richtig, richtig coole Spoiler. Der ist irgendwie so, ich finde einfach, der ist auch so schön, finde ich, so ein Fahrzeug integriert. Sieht geil aus. Von vorne. Ja, man kennt so ein bisschen halt so einen 911er was davon, aber ist halt auch noch, ist kein 911er. Sieht mal ausnahmsweise ein wenig anders aus. So, gucken, wie das sich anhört. Hat übrigens ca. 500 Newtonmeter Drehmoment, also ordentlich. Ja, sieht schlecht aus. Ist gerade noch ein bisschen dunkel, weil es hier nach morgen ist. Aber ihr solltet, denke ich mal, trotzdem was erkennen. So, wir hören mal rein. Turbo, ne? Hört sich eigentlich jetzt an, so als wie der GT2, der im Spiel ist. Wo ich auch, das bin ich in Folge, ich glaube, 125 gefahren. Mit RWBO-Ticket. Hört sich fast genauso an. Ja, hört sich geil an, ne? So, Allradantrieb, 6-Gang-Handschaltung. Ja, guck mal. Ja, am Starter geht er auch nicht ab. Ja, krass, das Beschleunigen. Wir bringen erstmal hier ab mit dem Diablo. Ich ziehe den erstmal gerade richtig schön ab.
Ja, der geht schon ordentlich, ne? Ich guck mal kurz, was der denn so auf 100 braucht, was so sein Top-Speed ist. Also, 100 auf 100, 3,6 Sekunden für, ich sag mal, nur 460 PS und dennoch in einem 30 Jahre alten Auto. Kann ich rechnen? Ich glaube schon. Müssen 30 Jahre sein. Das ist nicht schlecht. Und Top-Speed 320. Meine Bremsen, ja gut, das ist halt wieder. Das war nicht so gut, ist, aber trotzdem. Das finde ich schon ganz gut eigentlich. Der Sound ist echt geil. Mag ich. Das ist schon ein Turbo. Sieht auch richtig geil an. Ja, der Allrad ist, denke ich mal, hecklastig ausgelegt. Würde mich eigentlich ja wundern, wenn nicht. Oder zumindest 50-50. Ich denke aber deutlich mehr auf Hinterachse. Ich denke mal so 65, 35 oder sogar 70-30. Da geht schon ordentlich was. Fahr mal die nächste rechts. So, weg der Ferrari. Bremsen. Ja, gut. Mehr für 30 Jahre altes Auto. Was wiegt der eigentlich? Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Der wiegt über 1,4 Tonnen. Ist ein klar in Ordnung. Aber ist im, weiß nicht, so bei 7000 Drehungen. Auch nach dem Drehzahl bei der Zeit, das hört sich richtig geil an. Also noch geiler. Wenn er bis 8000 dreht, stehe ich schon drauf. Ja, also im Schnellgrund finde ich super. Jetzt sieht auch bei über 200 noch mal richtig gut an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh im Himmel. Ich wollte nämlich in diese Richtung fahren. Man muss genau so abbiegen, sonst macht man das falsch. So, jetzt machen wir einen Vollgas starten, würde ich sagen. Okay. Schalten dauert halt relativ lange. Na gut. Mit Doppelkupplungsgetriebe war vor 30 Jahren nicht. Das kann man, glaube ich, vergessen. Ja, aber fährt sich sonst super. Ich meine, Kurvenlage. Meine, der Allrad hilft natürlich auch an den Kurven. Finde ich jetzt nicht schlecht. Das ist halt sehr lästig ausgelegt, also kommt der Wagen auch ein bisschen quer. Was ich halt nicht schlimm finde. Aber der rutscht halt auch ein bisschen. Wie der sagte. Ich finde das aber in Ordnung. Kommt auf jeden Fall klar. Ist aber, denke ich mal, im Serienzustand, in der Klasse hier, höchstens Mittelfeld, nicht mehr. Weil da gibt es noch so ein paar Kracher, weiß ich, wie den F1 oder den Bugatti E310. Immer auch mehr Leistung, das ist klar, aber trotzdem. Bei 460 PS ist ja eigentlich immer gar nicht so viel, aber Porsches, die brauchen halt nicht so viel PS. Das ist trotzdem sehr schnell. Wie zum Beispiel der GT3 RS. Der hat nur 500 PS, aber der ist übertrieben schnell. Und sieht auch viel Autos mit mehr Leistung ab. Deswegen, davon noch ein F40. Nice Teil auf jeden Fall. Das ist wie lustig mit dem Wagen zu fahren. Macht Spaß. Du musst auf jeden Fall eine andere Besatzung haben. Tiefer würde ich sagen. Mehr Leistung, ein bisschen vielleicht. Vielleicht ist es auch so 480, 90 oder 500 PS hoch. Das reicht, glaube ich. Da wird der Wagen, glaube ich, ziemlich gut werden. Trotzdem cool, dass er im Spiel drin ist. Und halt auch dank dem Forza kostenlos für alle. Weil eigentlich kann ja so, Porsche Pack 07, Porsche, weiß ich, der Wagen fehlt, der und der Wagen fehlt. Die kommen wahrscheinlich alle mit Forzaton. Eine Fahrzeug. Wenn ich eine gute Sache fahren hätte, das ist nicht sagen, was ich hier kriege, was ich ein Porsche Pack mit 20 nehme oder was ich mit 15 Autos bezahle, 20 Euro dafür, sondern ihr kriegt ein Pack mit 7 Autos und den Rest über Fahrzeug. Das finde ich persönlich eine ziemlich geile Sache fahren hätte. Auf der Playground Games. Ah, das fand ich, haben die richtig gemacht. Warte mal, was ist auch leider mit der heutigen Folge vom Fahrzeug? Der Porsche, der wird wahrscheinlich nicht im Let's Play drankommen. Oder zumindest jetzt nicht in der nächsten. Ich weiß nicht immer, ich weiß es halt wirklich noch nicht. Aber ich kann es auf jeden Fall nicht garantieren. Ich werde vielleicht auch irgendwann mal fahren. Ob es halt in der Aufnahme ist, ist eine andere Sache. Aber ob er dann ins Let's Play kommt, ist erstmal nicht geplant. Es gibt noch andere, viele noch geile Autos, die ich noch fahren möchte. Kommt aber alles denn noch später. Ich habe ja glücklicherweise noch genug Folgen, die ich jetzt quasi raushauen kann. Muss erstmal eine Zeit lang nicht aufnehmen. Die das Aufnehmen dann keinen Spaß macht, sondern weil einfach Forza gerade so ein bisschen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, es hat ein Tief, aber ich habe halt nicht mehr übertrieben viel Bock wie sonst.
Was halt daran liegt, dass ich halt jetzt The Witcher spiele. Ich habe Walking Dead Season 2 jetzt durchgespielt in den Ferien. Also ich möchte mal was anderes spielen. Boah, das wird echt cool, keine Frage, aber was anderes ist auch mal nicht schlecht. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Beim nächsten Forzathon oder in der Let's Play-Folge oder bei einem anderen Format. Drag Race oder halt irgendwas anderes, wenn noch was anderes kommt. Ich hatte vielleicht geplant, etwas zu The Witcher 3 zu machen. Aber ob es jetzt rauskommt, weiß ich ja gar nicht, ob ich das überhaupt mache. Muss ich noch gucken. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.